Also bei uns im Hof, da haben die meisten schon heraus. Ein Latz aus dem Gewand vorn. Ich glaube, dass sie das durchsetzt. Die erste, wo oberteillos umeinander ist, das war die Schneiderin aus dem vierten Stock drum. Ich hab gerade meine Wasche aufgehängt. In den Hof kommt sie daher und lädt ihre Fleckerl ab in die Aschentonne rein. Geh ihm so wacht, habe ich gesagt, Frau Mustelhofer, bicken Sie einen nicht so weit vor, sonst rumpeln Sie einen mit rein, Ihre zwei Stecknadelkissen. Aber sie schaut mich ganz giftig an von oben bis unten und sagt, mögen Sie denn nicht an meiner selber kommen und Ihre zwei Klupperlsäckchen ein bisschen her aufziehen, damit Ihnen der Unterrock nicht in den Dreck reinfällt? Ich habe ja nichts gesagt, gell, weil ich mich nicht gerne an den Nackten vergreife. Aber auf einmal springt die auf mich los und tut einen Schrei. Hilfe, hat schon Hilfe! Dabei habe ich gar nichts dafür können, ich war das nicht. Der kleine Greibmeier, Peppi, der hat hier vom Speicherfenster runter mit dem Brennglasel einen von ihren Stecknadelköpfen angesehen. Ja, also, wissen Sie, ja, natürlich ist gleich der ganze Hof zusammengelaufen, gell. Ein Aufsehen und ein Theater und Hausmeisterin, wichtig wie es hat, muss das gleich nachmachen. Bloß ist die schon 65 Jahre alt. Und so mager, dass sie an der Freibank drunter das Fleisch nachwerfen, gell? Und fahrt die nicht busenfrei mit dem Fahrrad durch die ganze Innenstadt zum Grab gießen. Hinten hängt Gießkanne und vorn sie, gell? Über den Bahnhofsplatz ist er noch gut drüber gekommen. Aber am Stachus drunten, ja am Stachus, da haben sie alle Grünampeln sofort auf Rot geschaltet. Und ein paar Spießbürger haben mir Funkstreife in den Nacken gehetzt. Aber die Beamten haben es nicht mitgenommen. Die haben gesagt, das ist kein Fall für die Polizei, sondern fürs Amt für Wiederaufrüstung. Nein. Die haben es einfach weiterfahren lassen. Ranscht da auf, ranscht da ab, gell, und unter übers Kopfstabpflaster bei der Autor und um Gottes Willen. Aber da ist noch passiert, ein Unfall. Da hat sie in einer scharfen Rechtskurve ihre Botanisiertrommel unter das Pedal reingebracht. Kann ja nichts dafür. Ja, wissen Sie, für eine Hausmeisterin schaut das schlecht aus. Aber es gibt Berufe, wo es nicht auffällt. Zum Beispiel in der Apotheke als Reklame für Keichhustengürtel, gell? Oder auf der Börse als Anzeigentafel für fallende Kurse. Oder bei der Trambahn, wo man ganz gewiss weiß, dass die Weichen gestellt werden. Oder am Finanzamt, da ist es ganz schlecht. Als Angestellte vom Finanzamt braucht man es, weil man da als Doppelverdiener sowieso schlecht wegkommt. Da tut sich eine Sekretärin bei der FDP leichter. Weißt du, es wurscht, ob mit der einen Seite nach links und mit der anderen nach rechts schaut. Bloß bei uns im Hof, da fällt das auf, glauben Sie mir. Mei, ich hab neulich gemeint, mir trifft der Schlag. Letzten Samstag war der Kartoffelbauer da. Schreit am Hof, Kartoffel, nein, Kartoffel! Ich mach's Fenster auf und schau hinunter. Steht nicht der halbe die Hof mit dem Kartoffelnetz busenfrei um den sein Lieferwagen rum. Also ich sag Ihnen, das hat ausgeschaut, wie wenn im afrikanischen Urwald ein Bantu-Stamm um eine Entwicklungshilfe bettelt. Wisst ihr? Ja? Fürchterlich! Aber ich habe mir gedacht, ich müsste mir das vielleicht auch trauen. Ich habe mir überlegt, trau ich mich nicht. Trau ich mich. Dann habe ich mich getraut. Da habe ich meine vier Wände. Mein Mann ist beim Mittagessen gesessen. Leberknödel hat es gegeben.
bin ich da gehockt und der hat schon den dritten Leberknödel gegessen und hat ja noch nichts gemerkt. Na, wenn man denkt, jetzt mache ich ihn einfach drauf aufmerksam. Na, habe ich gesagt, Alberti, Albertili, fällt dir nichts auf? Jo, ja, sagt er, ekert sind's heut und das Mulzel schaut raus. Ich meine doch nicht die Leberknödel, du sollst doch mich anschauen, Herzi. Sieh, da hat er mir einen Blick zugeworfen. Also einen solchen Blick habe ich 10 Jahre nicht auf meinen Körper gehabt. Nein. Und dann hat er eine Reaktion gehabt, auf die war ich überhaupt nicht gefasst. Da legt er sich noch am 4. Leberknödel in den Teller rein und fragt mich, ob der Lichtmann schon da war zum Ablesen. Also ich war sehr enttäuscht, muss ich Ihnen sagen. Aber ich habe mir gedacht, am Abend probiere ich es nochmal. Ich bin vor dem Bett gestanden und habe lang gebraucht, bis ins Nachthemd reingeschlafen bin, ganz langsam. Da trifft mich wieder ein Blick, gell? Und er schaut mich so an und sagt, Weibi, sagt er, was hast denn du? Du hast der lauter rote Flickerl auf der Brust. Wirkst du Masern? Dann habe ich gesagt, wo, Schmarrn. Ich habe ja bloß einen Latz herausgehabt, wie ich das Johannisbeer-Gelee eingekocht habe. Also ich sage Ihnen, auf meinen Mann hat es keinen großen Eindruck gemacht. Da habe ich mir gedacht, das Gewand ist völlig umsonst gekauft, ich muss es ausführen. Naus, in die Welt aus. Mein Mann hat einen Stammtisch am Augustiner drum. Da habe ich mir gedacht, da gehe ich hinauf, da rumpel ich hinauf. Mir ganz wurscht. Heute Abend gehen auf. Und wie ich da erscheine, tue gerade der Schinken in den Anzapfen. Und wie er mich sieht, haut er sich mit dem Schlägler so am Damen auf, dass er das Bier aus dem Spundloch rausspritzt. Eine Dame in Ausschnitt, die tut den Schrohr, reißt das Oberteil runter, sitzt da ohne Latz. Ihr Verlobter haut ihr Schein rein, Funkstreif ist auch schon. Ach, ich sag Ihnen, aber mit derer ist Polizei nicht so umgegangen. Wie mit der Hausmeisterin. Die haben es nämlich mitgenommen, weil die war recht fest beieinander, gell? Ich habe dann im Hintergrund schön still meinen Latz wieder ins Gewand reingeknüpft, habe mir eine halbe Märzenbier gekauft. Man kann nämlich nie genau wissen, in welchen Fällen die Polizei zuständig ist und wo das Amt für Wiederaufrüstung.